Zudemärtensleiter im Vorstandsbereich Beamten und Angestelltenpolitik in der GEW Berlin. Udo, du hast das Wort. Für kleinere Klassen sind wieder 2500 Leute im Streik. Herzlich willkommen hier vor dem Roten Rathaus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das wichtigste Thema, das uns seit vielen, vielen Jahren umtreibt, ist die ständig steigende Arbeitsbelastung. Wir haben die höchste Unterrichtsverpflichtung bundesweit. Für Inklusion, gemeinsames Lernen brauchen eine Menge Ressourcen. Die außerunterrichtlichen Aufgaben nehmen ständig zu und neben dem Fachkräftemangel und Raummangel verschärfen die Situation. Immer mehr Kolleginnen und Kollegen werden krank. Immer mehr Kolleginnen und Kollegen verzichten auf Geld und gehen in Teilzeit. Flüchten in Teilzeit, muss man wohl richtig sagen. Verbesserungen. Verbesserungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden uns häufig versprochen. Für Versprechungen bieten sich immer Wahlprogramme an. Und deswegen will ich jetzt hier mal aus drei Wahlprogrammen von drei Parteien, die dort hinten im Roten Rathaus sitzen und in den Verwaltungen, die nämlich hier die Regierung stellen, zitieren. Die Grünen schreiben in ihrem Wahlprogramm 2021, bei steigendem Personal und ausreichend Schulplätzen wollen wir die Stundendeputate verringern und die Größe der Klassen verringern. Das wollen wir! Die Partei Die Linke schreibt in ihrem Wahlprogramm, mittelfristig muss das Lernen in kleineren Klassen ermöglicht werden. Und die SPD schreibt in ihrem Wahlprogramm, die aktuelle Brennpunktzulage soll zudem für Entlastungsstunden für Lehrkräfte eingesetzt und die Klassenfrequenzen höchstens gesenkt werden. Versprochen wurde uns mit der Verbeamtung würde das Fachkräfteproblem lösen. Jeder wusste, dass das grober Unfug ist. Und wenn das ein Unfug ist, sehen wir jetzt so viele Lehrkräfte wie heute fehlten noch nie. Über 1000 Lehrkräfte sind nicht besetzt, stellen trotz Verbeamtung. Versprechungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, von Wahlprogrammen wird die Arbeitsbelastung nicht geringer und die Klassen werden nicht kleiner. Erfolgversprechender ist es ja schon, wenn wir als GEW Berlin die Sache selber in die Hand nehmen. Ja. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir das Tarifvorhaben begonnen und deswegen wollen wir hier mit diesem Tarifprojekt kleiner und Klassen die Belastungen endlich gegensteuern und für kleinere Klassengrößen sorgen. Wir wollen einen Tarifvertrag Gesundheitsschutz durchsetzen. Wir wollen das Verhältnis von Schülerinnen zu Lehrkräften in einem Tarifvertrag regeln. Wir wollen kleinere Klassen. Wir fordern eine Mindestzahl von Schulpsychologinnen. Wir fordern eine Erhöhung der Stellen von Sozialpädagogen. Kleine Klassen, liebe Kolleginnen und Kollegen, verringern den Korrekturbedarf, bewirken weniger Zeit für Vor- und Nachbereitung und werden in einem erheblichen Maß zur Steigerung der Unterrichtsqualität beitragen. Kleinere Klassen und Lerngruppen verbessern die Lernatmosphäre und erlauben mehr Zeit für individuelles Lernen und Beziehungsarbeit.
stellen Schlüsse für Schulpsychologinnen und Sozialpädagoginnen, entlastet Lehrkräfte von Aufgaben und bringt mehr notwendige Unterstützung in die Schule. Alles, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird zur Entlastung und Gesunderhaltung beitragen, zur Verbesserung der Bildungsqualität. Gerade Corona hat uns gelehrt und in unserem Vorhaben unterstützt, welche Auswirkungen kleinere Klassen haben. Bereits im letzten Jahr, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir den Finanzsenator und die Bildungssenatorin zu Tarifverhandlungen aufgefordert. Dieses Jahr haben wir ihn erneut aufgefordert. Bisher bleibt die Leitung still. Dafür rufen jetzt diejenigen, die uns seit Jahren viel und mehr versprechen, Raumnot, Lehrkräftemangel, zu viele Schüler. Der Finanzsenator schreibt, das ist gestern nochmal bei uns eingegangen, er halte einen Tarifvertrag nicht für das geeignete Mittel. Ich frage euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer hat ihm da den Schliff geführt? Die gleichen Leute, die uns seit Jahren alles Mögliche versprechen und ankündigen und nicht halten? Ein Tarifvertrag, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist genau das Gegenteil von diesen Versprechungen. Ein Tarifvertrag ist eine verletzliche, einklagbare Regelung. Nur ein Tarifvertrag bietet die Gewähr, dass sich endlich bei den Kindern was tut. Nur so bekommen wir einen Einstieg in kleinere Klassen hin. Nur so werden wir die Politik zwingen, ihre Versprechungen einzuhalten. Deswegen will die Politik auch keinen Tarifvertrag. Deswegen wollen sie lieber nach Kassenlage entscheiden und unsere Arbeitsbedingungen von der Kohle abhängig machen, die sie meinen, ausgeben zu können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man in einer Frage keinen Tarifvertrag abschließen kann, reden wir gerade bei der Verbeamtung. Hier haben sie uns auch alles Mögliche versprochen und wir erleben gerade, wie sie scheibchenweise alles Mögliche zurücknehmen. Und ich fürchte, dass sich am Ende viele, viele Illusionen in eine Luftblase auflösen werden und sich viele die Augen reiben werden, wie schlecht die Bedingungen der Verbeamtung dann sein werden. Keines der Probleme bei der Verbeamtung, die wir seit Jahren ansprechen, ist bisher gelöst. Scheibchenweise lassen wir jetzt raus, auf was ich hinaus soll. Zufriedenstellen werden 180 Euro euch nicht, wenn ihr nicht verbeamtet werden könnt. Da bin ich mir relativ sicher. Und hier, auch in dieser Frage, werden wir uns entweder an dieser Stelle oder an einer anderen Stelle wiedersehen und werden unseren Protest laut zum Ausdruck bringen müssen. Heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, stehen wir hier mit über 2000 Kollegen für einen Tarifvertrag im Grundsatz, für einen grundlegenden Systemwechsel in Sachen Klassengröße. Dieser Systemwechsel ist auch nötig. Der Grundstein für Mitgestaltung und Verbesserung, der Grundstein für Verhandlungen auf Augenhöhe muss hier gelegt werden. Mit dem Tarifvertrag wollen wir kleinere Klassen durchsetzen. Das ist eine knallharte und klare Forderung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Endlich weniger Arbeitsbelastung, endlich mehr Bildungsqualität. Und natürlich ist uns die Raumnot klar. Natürlich ist uns der Fachkräftemangel klar. Aber aus dem Dilemma kommen wir nur dann raus, wenn wir die Politik in die Pflicht nehmen. Und zwar schriftlich mit einem Tarifvertrag für Gesundheitsschutz. Nur mit einem Tarifvertrag, wenn wir die Politik hier in die Pflicht nehmen und nur mit einem Tarifvertrag bekommen wir das hin, was die Politik uns seit Jahren verspricht.
in die entsprechende Zahl von Lehrkräften auszubilden und das entsprechende Schulbauprogramm auch durchzusetzen und nicht nur zu versprechen. Die Lösung, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Arbeitsbelastung sind kleinere Klassen. Und die Lösung für kleinere Klassen ist ein Tarifvertrag. Ein Tarifvertrag für Gesundheitsschutz. Danke. Vielen Dank, lieber Udo. Und nochmal die Bitte.